Servus Bremen-Fans, hier ist der Basti B., Bremen-Fan aus Bayern. Darum kein Moin, sondern ein Servus. Dennoch geht's um den wunderschönsten Verein auf diesem Planeten, den SV Werder Bremen. Und das Topspiel, natürlich ist es ein Topspiel. Am Samstag 18:30 spielen wir auf Schalke. Schalke 04 gegen SV Werder Bremen. Und wir gucken uns an, wie dieses Ding ausgeht. Wir starten direkt mit den Tabellen. Auf der linken Seite seht ihr die aktuelle Tabelle. Da habe ich jetzt eine andere Form genommen, weil da haben wir hier auch die letzten 5 Spiele. Das finde ich sehr schön. Da ist der SV Werder Bremen auf Platz 12 mit 35 Punkten. Das klingt gut. Da sieht man von den letzten 5 Spielen 2 Unentschieden, 2 Niederlagen und einen ganz wichtigen Sieg letzte Woche gegen Hertha. Schalke ist auf Platz 17, hat 24 Punkte, also 11 Punkte hinter uns und hat in den letzten 5 Spielen 3 verloren, 1 Unentschieden und einmal gewonnen, wenn ich richtig erinnere, war das gegen Hertha. In der Rückrundtabelle seht ihr hier rechts, da ist es deutlich enger, da ist Schalke vor uns. Schalke spielt eine anständige Rückrunde im Vergleich zur Vorrunde sowieso, weil sie jetzt schon deutlich mehr Punkte haben wie in der Hinrunde. Schalke hat jetzt 15 Punkte geholt. In der Rückrunde 3 gewonnen, 6-mal unentschieden und 3-mal verloren. 3 Niederlagen nur zum Vergleich. Der FC Bayern hat im gleichen Zeitraum auch 3 Niederlagen. Also die Anzahl der Niederlagen ist super. Die Anzahl der Siege mit 3 ist natürlich zu wenig aus Schalker Sicht. Da liegt mit Sicherheit auch daran, dass sie nur 12 Tore geschossen haben. Denn 15 Gegentore ist zum Beispiel auch weniger, wie der FC Bayern bekommen hat. Und auch Dortmund und Mainz haben nur, oder Leverkusen haben auch nur 13 bekommen. Also das ist richtig, richtig gut. Bremen hat 20 Tore bekommen, das ist richtig schlecht, hat aber 20 geschossen. Da gehören wir zur absoluten Spitzentruppe der Liga. Da sind wir im ersten Drittel dabei, das ist stark. Und wir haben einen Punkt weniger, wir haben 4 gewonnen, 2 unentschieden, 6 verloren. 6 Spiele verloren ist hart, doppelt so viele Spiele verloren wie Schalke, das muss man sich mal vorstellen. Aber wir haben halt mehr gewonnen, du musst gewinnen. Unentschieden, 6 Unentschieden bringen dir leider nichts aus Schalker Sicht. Auf der linken Seite haben wir die Heimtabelle. Und wir wissen ja als Bremer Fans, Heimtabelle, da sagen wir wieder, oh, ganz schlecht, wollen wir gar nicht gucken. Aber es gibt tatsächlich eine Mannschaft, die ist noch schlechter wie wir und das ist Schalke. Beide haben nur 16 Punkte geholt. Schalke hat von 15 Spielen 4 gewonnen, 4 Unentschieden, 7 verloren. Zum Vergleich, Bremen hat daheim 9 verloren. Es gibt keine Mannschaft, die so viele Heimspiele verloren hat wie das bei Werder Bremen. Auch irre. Aber auch da gilt, wie bei der Rückrundtabelle, wir haben nur einmal Unentschieden gespielt und dafür eben 5-mal gewonnen, also einmal mehr gewonnen. Das sind dann eben zum Vergleich zur Unentschieden 2 Punkte mehr und 2 Punkte können im Abstiegskampf alles bedeuten. Daher, heim sind beide Mannschaften schwach und wir schauen uns heute Schalke an und die sind da ganz, ganz schwach. Aber Bremen ist auch schwach, muss man so klar sagen. Auswärtstabelle sieht es ganz anders aus. Auswärtstabelle, irgendwann werde ich mal mir die Punkte raussuchen, wie viele Punkte wir im Dreierlachs haben. Also Spiele durch Punkte, da sind wir, glaube ich, Champions League, ganz ehrlich. Wir haben kaum mit dem Dreierlachs verloren. Und auswärts sind wir generell gut, da sind wir auf Platz 9. Haben in 14 Spielen 19 Punkte geholt. Das ist gut. Das ist auch der Punkt, warum wir aktuell wenige Abstiegssorgen haben, weil wir auswärts einfach regelmäßig punkten. Von 14 Spielen haben wir 5 gewonnen, 4 unentschieden, 5 verloren, also sehr ausgeglichen. Wenn wir diese Quote daheim hätten, ja, dann würde der Platz 7 mit Europa, wäre da nicht unrealistisch, das muss man mal so klar sagen. Oder wäre zumindest das einzige Ziel, was man hat, weil Abstiegskampf wäre da nicht mehr angesagt. Kader. Jetzt wird es ganz schwierig. Kader sind aktuell schwierig. Also, wir sehen hier mehrere Spieler. Wir sehen hier 2 Torhüter, 5 IV, 3 Außenverteidiger. Die sind safe. Pieper ist im Dreierlachs, weil er angeschlagen ist. Das war er aber letzte Woche auch. Und die machen da irgendwie Belastungssteuerung eine gewisse. Ich weiß gar nicht, was er genau hatte, Pieper. Aber da gibt es Probleme. Da bin ich mir sehr sicher, dass er im Kader sein wird. Spielen wird er nicht, aber im Kader wird er sein. Da lege ich mich jetzt einfach mal so fest. Im Mittelfeld gibt es hier in meinen Augen 5 Leute, die klar, die fit sind und somit auch dabei sind. Bittencourt, Groß, Gruff, Romano Schmid und Stay. Dann habe ich jetzt hier eine Leerzeile gelassen, weil
Niklas Schmidt war krank, hat nicht trainiert. Gestern war ja die Pressekonferenz. Gestern war Donnerstag, heute ist Freitag. Niklas war krank, hat nicht trainiert. Mbom soll fit sein. Wurde zumindest nicht erwähnt, dass er krank ist. Darum gehe ich einfach mal davon aus, weil Mbom nicht im Kader war, so im Kader reinkommt, sage ich, dass man Niklas Schmidt einfach sagt, okay, sei wieder gesund oder werde gesund und dafür fährt ein Bomb mit. Da lege ich mich fast fest. So, bei den Stürmern ist es katastrophal. Philipp ist fit, Füllkrug wackelt noch, Duxch war krank und Dingchi, das müssen wir nicht andersrum machen, Ehre wem Ehre gebührt. Dingchi ist auch krank und ich habe jetzt mal Opitz mit reingenommen in die Verlosung. Ich bin mir sicher, Lücke ist auf jeden Fall im Kader dabei, weil er hat, der ist nicht krank, sondern die Wade. Und der war ja auch gegen Hertha mit dabei. Lücke wird auf jeden Fall im Kader sein. Ich bin mir sicher, da wird man auch einen Kaderplatz quasi opfern. Auch wenn die Chance gering ist, dass er spielt. Ich gehe davon aus, dass er nicht spielt. Und gerade mit der Tabellensituation geht es bestimmt noch los, wo man dann sagt, ja, wir wollen ihn ja auch verkaufen. Also da müssen wir einfach ehrlich sein, wir wollen ihn nicht verkaufen, wir müssen ihn verkaufen. Und da will man ihn fit haben. Ich glaube, Lücke ist dabei, wird aber nicht spielen, da lege ich mich fest. Ich glaube auch, dass es bei Duxch geht. Ich glaube nicht, dass wir Duxch daheim lassen können. Er ist krank, er ist angeschlagen. Ich glaube, da versucht man ihn einfach fit zu machen. Und bei Dingchi und Opitz wird sich's entscheiden. Gegensatz zum Duxch wird man einen Dingchi, wenn er krank ist, nicht irgendwie mitnehmen. Daher glaube ich einfach, dass man zum Dingchi sagt, werde wieder gesund, wir brauchen dich nächste Woche und dann darfst du gegen den FC Bayern spielen. Macht ja auch Spaß, nicht? So, und darum glaube ich, dass es Opitz wird. Ich denke, dass er einen Offensiven mitnimmt. Letztes Mal war der Opitz dabei. Ich setze ihn ja mal Stürmer. Ehrlich gesagt, kenne ich ihn nicht wirklich. Aber ich glaube einfach, Opitz wird er mitnehmen. Ist, glaube ich, eher ein Flügelspieler. Weiß ich jetzt aber nicht genau. Opitz ist dabei. So. Jetzt müssen wir noch die Taktik richtig bauen. Das heißt, ich habe hier einen Bomb mitgenommen. Ich habe hier Opitz mitgenommen. Und diesen beiden Spielern lassen wir zu Hause und lassen fit werden. Ja. Es ist jetzt die Frage, was macht er denn? Ich glaube, dass bis auf diese Position hier alle klar sind, egal wie der Kader ist, weil auch wenn Lücke mitfährt, wird er nicht spielen. Und auch zum Thema Bom und Opitz, die werden beide auf jeden Fall auf der Bank sitzen und somit wird er die gleiche, also das System wird eh gleich bleiben, sogar wenn Duxch nicht spielen kann, das wird jetzt ja die große Frage sein, wird er in 3-3-2-2 bleiben, da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, dass Oleg nie kein System wechselt, von Anfang an glaube ich nicht. Also da müssten noch viel, viel mehr Probleme haben. So, das heißt, gesetzt ist Pavlenka, Friedl stark, Veljkovic, anscheinend ist jetzt stark in der Mitte. Wie gesagt, mir ist es relativ wurscht, wer da innerhalb der IV auf welche Position einnimmt. Mir ist nur wichtig, dass ich voraussage, welche drei IVs spielen und da Pieper angeschlagen ist und Kjaerodia da noch keine Option ist. Ich glaube, dass er, wenn wir jetzt einen punkten, dass er dann am Ende der Saison auf jeden Fall spielen wird. Aber Stand jetzt ist es garantiert Friedel stark. Veljkovic, jung, groß, weise, wird auch nichts ändern. Er wird bei Stay Bittencourt auch nichts ändern. Und Philipp wird auch spielen, da bin ich mir sicher, weil so viele Stürmer gerade angeschlagen sind. Also er wird von mit Torwart von 10, also von 11 Startelfspielern gegen Hertha wird er mit 10 starten, da bin ich mir sicher. Und jetzt kommt es darauf an, was er machen wird. Ich denke, jetzt mal ganz frech sage einfach, sie werden Duxch fit machen, fit spritzen, fit machen und er wird spielen. Davon gehe ich aus. Darum ist das die Ole Aufstellung. Jetzt kommt nicht meine Aufstellung und den müssen wir auch erstmal wieder reparieren. Das heißt, Schmidt und Dingchi fallen raus. Wir tun hier einen Bomb rein und wir tun hier Opitz rein. Also, erstmal hier kurz auf die Bank gucken. Alle. Ja, Moment. Ja, okay. Also, Kjaerodia ist jetzt grün, weil er da noch, ja, weil er fit ist, aber nicht spielen kann. Ja, kann man darüber streiten, was Sinn macht, ob er jetzt grün ist. Spielt keine Rolle. Also, gelb heißt, diese Spieler habe ich beim Ole seine Aufstellung in der Startelf. Aber ich würde es geil finden, dass ich, ja, aus Fansicht jetzt ohne groß als Taktik, als Trainer denken, würde ich ihn Zetter spielen lassen wollen, weil ich es geil finde, vielleicht auch Schalke ein bisschen zu überraschen. Und er hätte es verdient und why not? Ganz ehrlich. Pavlenka macht. Spielt eine okay Saison, aber überhaupt keine Saison, wo ich sage, er muss jetzt unbedingt das spielen. Ja, Buchanan werde ich immer liefern. Buchanan muss spielen. Und jetzt in so einem Spiel auf jeden Fall. Gruev muss auch spielen. Groß, wunderbar. Wir haben verlängert. Alles gut. Aber Gruev, bitte, Gruev. So. Und ich habe mir jetzt mal überlegt, was passiert, wenn Duxch nicht spielen kann.
weil das deutlich interessanter ist. Und da hat man jetzt natürlich ein System, Änderung könnte man sich jetzt vorstellen. Also ich könnte mir vorstellen, jetzt egal was die Namen sind, ich könnte mir sowas vorstellen, ein 3-3-3-1, ein 4-3-3-1 wäre auch schön, würde nur 12 Spielern spielen. Nee, ein 3-3-3-1 könnte ich mir vorstellen. Oder was ist denn, wenn man sagen würde, man spielt das so, also das passt jetzt, also wenn man jetzt mit den Spielern bleiben würde, warum spielt man nicht ein 3-4-1-2? Wäre eigentlich auch geil, würde ich sagen. Könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Da wäre dann Stay natürlich einer, vielleicht wäre es auch Groß einer. Dann könnte man vielleicht aber auch einen Bittencourt vielleicht als Stürmer aufstellen, ich weiß es gar nicht genau. Also Bündiger Stürmer oder vielleicht Romano Schmid als Stürmer, ich weiß es nicht. Dingchi wäre natürlich geil, wenn er fit wäre. Ja, aber ich glaube, also das wird mir richtig gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Man könnte dann natürlich dann sogar überlegen, ob man nicht, Groß Grooves auf der Doppel-6 wäre richtig cool. Dann könnte man Bittencourt auf die 10 stellen, aber dann fehlt dir der Stürmer. Romano Schmid, also ja, Bittencourt auf der Sturm finde ich gar nicht schlecht. Ich baue es jetzt einfach mal um, das war eine spontane Idee, das machen wir jetzt einfach mal so. Warum nicht so? Also ich hau jetzt mal einen raus und sage, wenn er die Position, wenn er die, warum, man könnte so spielen, dann würde er das System ändern. Wenn er aber beim 3-3-2-2 bleibt, dann wird... Dann würde ich Groove auf die 6 stellen und dann würde ich mit, Stay hat halb links gespielt, das lasse ich ihn jetzt mal. Stay und Romano Schmid würde ich dann auf der 8 spielen lassen und würde Philipp und Bittencourt auf Sturm spielen lassen. Ich würde, fällt mir gerade ein, weil was ich gesehen habe, ist das Zusammenspiel zwischen Bittencourt und Mitchell Weiss, das ist natürlich richtig geil. Das würde dafür sprechen, natürlich, dass Bittencourt da unten bleibt. Nur dann müsste Romano Schmid im Sturm, das sehe ich nicht. Ich glaube, dass Bittencourt eher im Sturm ist, dann kann Bittencourt und Weiser deutlich weiter vorne stehen, finde ich auch. Daher, wenn es ein 3-3-2-2 wird, dann würde ich so spielen lassen. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, wird Dux spielen. Also Ole wird so aufstellen, ich hätte Bock auf sowas. Keys to win against Schalke. Wichtiges Spiel, weil wir können jedes einzelne Fragezeichen beenden. Wenn wir es gewinnen, hätten wir 38 Punkte. Du steigst ja nicht ab. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Da hast du 5 Punkte Vorsprung. Hast du wahrscheinlich 4 Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz. Vielleicht sogar 5. Klassenerhalt. Erstmal, das wäre Klassenerhalt und B, Geld. An das dürfen wir auch nicht denken. Jede einzelne Position höher bringt einfach mehr Geld. Ich weiß nicht, ob es da um ein paar 100.000, 10.000, 100.000 Euro geht oder vielleicht um eine Millionchen. I don't know. Aber jeder Cent ist wichtig. So. Was erwarten wir von uns? Ich sag's euch gleich, die Keys to Win, die ganzen Geschichten sind natürlich sehr ähnlich zum Hertha-Spiel, weil das Spiel eine ähnliche Brisanz hat, Gegner auf eine ähnliche Position, mit einer ähnlichen Situation. Ich glaube zwar, und das kommt gleich raus auch, Schalke hat einen Tick mehr Qualität, beziehungsweise Schalke ist einfach aktuell besser und Schalke hat keinen neuen Trainer, aber sie sind, glaube ich, sehr, sehr glücklich mit ihrem aktuellen Trainer. Da wäre natürlich Hertha auch froh, wenn sie einen Trainer hätten, der schon länger hier wäre und da glücklich wäre. Also, wir sind ein eingespieltes Team, wir haben ein eingespieltes System, weil eben Ole nicht umstellen wird. Karl ist zwar angeschlagen, aber jetzt müssen die Bankspieler mal liefern. Now it's time. Philipp, it's your turn. Dingchi, wenn es geht, it's your turn. Romano Schmid, it's your turn. Everyone, it's your turn. So, und Sieg im Rücken, Motivation, das ist das Neue. Jetzt haben wir endlich mal gewonnen. Let's go, let's do this. Schauen wir mal, dass wir hier Punkte holen. Was erwarten wir vom Gegner? Ja, wie ging Hertha? Tiefstehende Gegner, nervöse Gegner. Natürlich hat er vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen wie Hertha, aber er ist trotzdem nervös. Es ist auch ein Endspielcharakter, auch wenn sie das nicht, ich habe mir die Pressekonferenz angehört vom Reis, aber es ist ein Endspielcharakter. Aber, und das ist der Unterschied zu Hertha, Fans und Mannschaft glauben noch an das Wunder. Da bin ich überzeugt davon, darum wird Schalke der klar stärkere Gegner sein wie Hertha. Was brauchen wir? Dreierlachs-Trikot, das sieht man. Wir sind fast unschlagbar im Dreierlachs-Trikot. Wir brauchen das. Überzeugung, das Spiel zu dominieren, wie gegen Hertha. Geduld mit Ballen, eigene Hälfte, genau wie gegen Hertha. Tiefe Läufe, Steil-Klatsch-Momente brauchen wir. Die hatten wir ja gut. Der Steil-Klatsch-Moment war bei uns ganz viel. Der Chipball und Hertha war fürchterlich schlecht. Aber auch das brauchen wir. Und Konterabsicherung und Flankenverteidigung. Gerade in der Dreikette bist du immer auf IV-Höhe, aber eben außen, wo der AV und A-Regel Tick höher steht in der Fünferkette. Da sind wir angreifbar. Und auch gegen Schalke heißt es dort
diese Flanken zu verteidigen. Und wenn es auffällt, das ist exakt gleich wie gegen Hertha. Aber ich sage ja, es ist ein ähnliches Spiel. Gegnerreaktion. Wie gegen Hertha. Typische Abstiegsattitüde. Leidenschaft. Kämpfen. Beißen. Ackern. Kontern. Natürlich wird Schalke hier weniger Ballbesitz haben wie Bremen und somit werden sie kontern wollen. Fans, Stimmung, DNA des Vereins aufs Feld bringen. Malochen, Malochen, Malochen. Das wird Schalke machen müssen, um hier was zu holen. Und Schalke wird wissen, dass sie besser sind wie Hertha und sie haben tatsächlich eine realistische Chance auf Punkte. Da muss man sagen, nach der ersten Halbzeit bei Hertha hat man aus neutraler Sicht sagen müssen, da Luke Bacchio das 1-0 nicht macht, da war die Chance, dass Hertha gewinnt, einfach bei 0, weil sie wirklich gerade defensiv mit jedem Chipper Probleme hatten. Und das wird Schalke besser machen. Lange Rede, kurzer Sinn, wie geht's aus? Ja. Ich tue mich ehrlich gesagt schwer, wie immer. Ich überlege mir schon das Szenario, ob ich mit dem Punkt zufrieden wäre. Wir wollen das gewinnen, wir werden das gewinnen, wir werden ein, Mann, Tore, Männer, Gas geben. 1-4 geht es aus. Wir gewinnen 4-1, wir sind einzeln vorne durch Romano Schmid, ich haue ihn dann raus. Dann macht Philipp das 2-0, dann kriegen wir das 2-1, dann verschießt Schalke einen Elfmeter, jawohl. Zetra kommt noch, greift über und mit den Fingerspitzen lenkt den über die Latte, wird wahnsinnig gerade sein. Und dann Bittencourt und dann macht nur Pieper ein Kopfballtor. 4-1 gewonnen, wir sind durch, wir freuen uns. Juhu, SV Werder Bremen, erste Liga. Ich liebe es. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage natürlich kein Moin, sondern Servus, denn ich bin der Basti B., Bremen-Fan aus Bayern. Servus.